Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in Ludwigsburg. Heute senden wir direkt vom wunderschönen Weihnachtsmarkt hier. Und mein Glühwein, den muss ich zum Glück nicht alleine genießen. Ich habe heute bei mir den Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg, Werner Spetz. Schön, dass Sie da sind, Herr Spetz. Schönen guten Abend. Erstmal Prost. Prost. Ah, oh, schmeckt super. Ganz toll. Welchen Glühwein mögen Sie denn eigentlich am liebsten? So einen klassisch roten oder vielleicht doch auch mal so einen hellen? Ich mag den klassischen roten. Ja, den trinke ich eigentlich auch am liebsten. Gibt es ja da mit Himbeer- und Erdbeergeschmack. Ja, ich mag den ganz besonders gerne, gerade wenn es so kalt ist wie heute Abend. Das stimmt. Jetzt gibt es ja den barocken Weihnachtsmarkt hier schon seit 20 Jahren. Sie haben ihn ja quasi direkt so vor der Arbeitstür. Da verbringt man bestimmt auch mal gern die Mittagspause hier beim leckeren Essenstand, oder? Da geht man mal kurz durch, nachmittags. Aber noch schöner ist es natürlich abends, wenn es dunkel wird, wenn diese unglaublich schöne Beleuchtung dann noch zusätzlich für Atmosphäre sorgt und da sind auch noch mehr Leute unterwegs. Aber so, dass man sich immer noch sehr gut bewegen kann. Der Weihnachtsmarkt hier in Ludwigsburg ist auch in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum Anziehungspunkt für viele Touristen geworden, eben nicht nur für die Ludwigsburger selbst. Was schätzen Sie denn auch an unserem Weihnachtsmarkt? Also viele sagen, er unterscheidet sich natürlich sehr von den häufig mittelalterlichen Weihnachtsmärkten. Der barocke Weihnachtsmarkt, das ist so die Besonderheit. Wir sind halt Barockstadt und ja, wir spüren, dass er auf eine sehr große Resonanz nicht nur hier in der Region Stuttgart stößt, sondern dass wir auch international Zulauf haben von Leuten, zum Teil aus Norditalien, aus der Schweiz kommen sehr viele Gäste. Und er wird immer wieder zu den 10 schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland gezählt und dem wollen wir gar nicht widersprechen. Und falls Sie, liebe Zuschauer, diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt noch nicht gesehen haben, gibt es jetzt ein paar schöne Bilder und Eindrücke. Jetzt möchten wir auch ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2014. Welches Projekt oder welche Entwicklung hat die Stadt oder auch Sie persönlich vor allem geprägt? Ja, in so einer Stadt gibt es natürlich sehr viele komplexe Aufgabenstellungen. Wir sind ja seit einigen Jahren in einer sehr vitalen Phase der Stadtentwicklung, in der Kernstadt, aber auch in vielen Stadtteilen. Dann thematisch ist es so, dass in Ludwigsburg wie in vielen anderen Städten auch das Thema Bildung und Betreuung ganz groß geschrieben wird, also Ausbau von Kindertagesstätten, Ausbau von zunehmend Ganztagsschulen, Mensen, die mit eingebaut werden, Schulen, die saniert werden. Aber zu den ganz großen und wichtigen Projekten im Jahr 2014 gehörte auch, dass es mit dem Marstall-Center endlich losgegangen ist. Denn das Marstall-Center war zuletzt doch sehr desolat. Die Fußgängerfrequenzen sind ausgeblieben und darunter hat auch das Umfeld gelitten. Also das war eine große ersehnte Maßnahme, der Einstieg in die Sanierung. Und das Marstall-Center wird im September 2015 in neuem Glanz erstrahlen und wieder neue Menschen in die Innenstadt nach Ludwigsburg ziehen. Darauf freuen wir uns. Gab es denn vielleicht noch ein anderes Projekt, das Sie auch bewegt hat? Also mich persönlich, für mich ist hängen geblieben auch der Synagogenplatz. Etwas, was auch mit viel bürgerschaftlichem Engagement durchgesetzt werden konnte. Absolut, es war ein Projekt, das auch kontrovers diskutiert worden ist. Aber es gab eine sehr engagierte Bürgerschaft, die sich mit eingesetzt hat. Und ganz generell wird in unserer nachhaltigen Stadtentwicklung bürgerschaftliches Engagement sehr groß geschrieben. Und deshalb war es uns klar, dass wir dieses Engagement natürlich unterstützen wollen. Und der Synagogenplatz ist jetzt fast fertig geworden und er ist richtig gut geworden. Sie haben auch nochmal das Thema Betreuung und Bildung angesprochen. Ja. Was steht denn da 2015 an? Also gerade für Kleinkinder brauchen wir Betreuungsplätze. Wie steht es da in Ludwigsburg? Also wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorangekommen. Aber das ist ein unglaublicher Kraftakt, nicht nur bei uns in Ludwigsburg, aber eben auch bei uns.
Es ist notwendig, sehr viele Plätze für Kinder unter 3 Jahren zu schaffen. Das ist sehr aufwendig. Man hat einen Betreuungsschlüssel von 2,5 Erzieherinnen auf eine Gruppe von etwa 10 Kindern. Und für die ganz Kleinen braucht man halt Wickelräume, braucht man Schlafräume, braucht man Räumlichkeiten, wo die Kinderwagen untergestellt werden können. Und wenn Sie rechnen, was Sie für 1 oder 2 Gruppen mit 10 oder 20 Kindern für einen Aufwand betreiben und sich vorstellen, dass wir Hunderte von solchen Plätzen dabei sind zu realisieren, dann kann man sich vorstellen, wie sehr es die Verwaltung, aber auch den Gemeinderat beschäftigt. Und diese Arbeit wird sich auch in den nächsten Jahren noch so fortsetzen. Aber die Eltern schätzen es sehr. Wir haben ein sehr qualifiziertes Angebot und die Frauen freuen sich natürlich, die wieder Beruf besser mit Familie vereinbaren können. Und deshalb wird es auch von einer großen Breite der Gesellschaft getragen. Aber groß ist die Aufgabe noch im Bereich der Finanzierung. Da muss sehr viel eingespart werden in anderen Bereichen und ganz ohne Einnahmeverbesserungen wird es nicht gehen. Und diese Diskussionen beschäftigen uns auch im Moment. Wir unterhalten uns auch gleich weiter, Herr Spätz. Wir machen eine ganz kurze Pause, wir wärmen uns noch ein bisschen auf. Bleiben Sie dran, bis gleich. Regio TV. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Wir in Ludwigsburg, heute mit Oberbürgermeister Werner Spätz direkt vom Weihnachtsmarkt. Herr Spätz, wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2014. Die Stadt Ludwigsburg hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Für was steht der Preis und welche Bedeutung hat er auch für unsere Stadt? Na, wir machen jetzt seit 10 Jahren etwa nachhaltige Stadtentwicklung mit sehr, sehr viel bürgerschaftlicher Beteiligung und auch dem Anspruch generationengerechter Finanzen. Das ist ein sehr komplexer Strategie- und Umsetzungsprozess, bei dem es darum geht, dass man sowohl vitale ökonomischen Grundlagen in der Stadt hat, gleichzeitig aber auch verhindert, dass zu sehr soziale Brüche in der Gesellschaft entstehen und dass gleichzeitig auch die ökologischen Lebensgrundlagen bewahrt werden. Also ein Gleichklang von Ökonomie, Sozialem und der Ökologie. Und das mit dem Anspruch generationengerechter Finanzen zu verbinden, das ist eine große Herausforderung. Auf diesem Weg sind wir sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben sehr viele Schulden reduzieren können in den letzten Jahren, Rücklagen ansammeln können. Und die bürgerschaftliche Beteiligung zählt in Ludwigsburg zu den sehr guten Beispielen in Deutschland. Und deshalb freut es uns natürlich, dass wir mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden sind. Aber das ist kein Grund für uns jetzt, uns auf Lorbeeren auszuruhen, sondern es gibt noch sehr vieles auf diesem Weg zu tun. Und dem wollen wir uns auch in den nächsten Jahren stellen. Also nachhaltige Stadtentwicklung bleibt ein wichtiges Thema für Ludwigsburg. Absolut. Für 2015 bestimmt auch das Thema bezahlbarer Wohnraum und auch Flüchtlinge, Unterkünfte für Flüchtlinge. Wie steht es da in unserer Stadt? Ja, wir haben natürlich in der gesamten Region Stuttgart, vor allem aber in den größeren Städten, und da gehört Ludwigsburg als zweitgrößte Stadt in der Region dazu, zu den besonders begehrten Wohnstandorten. Und die Preise für Wohnungen sind in den letzten paar Jahren durch die Bauhochkonjunktur stark angestiegen, die Mieten auch. Und deshalb müssen wir unheimlich viel noch tun, um mehr preiswerten, also bezahlbaren Wohnraum zu organisieren. Wir sind an der Entwicklung von neuen Baugebieten, haben auch kontroverse kommunalpolitische Diskussionen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, breite Mehrheiten im Gemeinderat zu bekommen. Und gleichzeitig stellen wir uns auch aktiv der Herausforderung, dass wir den Bürgerkriegsflüchtlingen, die zu uns nach Deutschland, auch zu uns in die Region und in unsere Stadt kommen, eine neue Heimstätte bieten können. Und nicht nur das, sondern dass wir sie auch in unsere Gesellschaft aufnehmen. Das wollen wir gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat angehen, aber auch mit der Bürgerschaft, deren Engagement auch auf diesem Gebiet sehr gefragt ist. Wir haben ja rund 10.000 Migranten, schätze ich, in Ludwigsburg. Also wir sind da auch eine sehr offene Stadt, kann man sagen. Ja, Ludwigsburg ist eigentlich seit der Stadtgründung vor 300 Jahren eine interkulturelle Stadtgesellschaft gewesen, denn die
Stadtplan und Handwerker aus Südeuropa, aus Italien und anderen südlichen Ländern sind teilweise von Anfang an in der Stadt geblieben oder auch in der Nachkriegszeit sind sehr viele Flüchtlinge, Vertriebene zu uns nach Ludwigsburg gekommen. Und es ist sehr gut gelungen, diese Menschen in unsere Stadtgesellschaft zu integrieren. Ja, sie haben die Stadt sogar bereichert und ihren Anteil an Erfolg in unserer Stadt gehabt. Und wir stellen fest, dass die Menschen in unserer Stadt sehr offen sind, sich auch mit einzubringen in die Aufnahme der Flüchtlinge. Ich hoffe, dass es uns in gemeinsamen Anstrengungen gelingt, die vielen Menschen, die heute schon gekommen sind und die sicher noch zu uns kommen, gut aufzunehmen. Denn je besser uns das jetzt gelingt, umso weniger Probleme werden wir in den nächsten Jahren haben. Da bin ich ganz Ihrer Meinung und hoffe, dass wir auch für die kommenden Jahre da gute Lösungen finden werden. Ja. Jetzt blicken wir aber erstmal auch ins Jahr 2015, stehen die Weihnachtsfeiertage kurz bevor. Wie werden Sie die denn verbringen? Sind Sie eher jemand, der gerne wegfährt oder vielleicht doch gemütlich bei der Familie? Also ich werde es gemütlich zu Hause machen. Natürlich manches Unerledigtes auch bei der Gelegenheit noch mit anpacken, aber auch einfach mal Zeit zum Ausspannen für Begegnungen in der Familie, weil das während des Jahres halt auch oft zu kurz kommt und darauf freue ich mich wirklich. Und gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, 2015, das werde ich machen und darauf freue ich mich ganz besonders? Ja, vieles. Natürlich die gerade genannten Themen der Wohnungsnot, der Wohnungsbedürfnisse werden uns gleich schon im Januar wieder beschäftigen. Ja. Und ein ganz großes Highlight wird natürlich die Eröffnung des Marstall-Center im Herbst 2015 sein. Und darauf freuen wir uns wirklich sehr. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Weihnachtsfeiertage. Ja. Dürfen Sie verraten, was gibt es denn bei Ihnen da zu essen? Das ist noch nicht endgültig entschieden. Da gibt es schon Favoriten, aber da bin ich selber gespannt, welcher Favorit das Rennen macht. Aber wir werden an Heiligabend eher was Bescheidenes essen und uns eigentlich auf das weihnachtliche Fest konzentrieren. Herr Spetz, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Das Silbild gilt natürlich auch für Sie zu Hause. Haben Sie es schön mit Ihren Liebsten. Schalten Sie im neuen Jahr wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Tschüss.